Ich persönlich mag das Modell der Erwachsenentaufe, das davon ausgeht, dass jemand für sich selbst den Glauben als etwas Wichtiges und Lebensentscheidendes erkennt und daraufhin bewusst die Taufe für sich in Anspruch nimmt. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich deswegen gegen die Kindertaufe bin. Und ich möchte deswegen heute mal zwei Argumentationen in Angriff nehmen, die eigentlich mal dazu benutzt werden, die Kindertaufe auszuhebeln. Das erste Argument gegen die Kindertaufe ist: Taufe ohne Glaube ist ungültig. Und da Kinder gar nicht verstehen können, was mit ihnen da passiert, kann man sie auch nicht taufen. Dieses Argument verkennt, dass ich gar nicht der Handelnde bei der Taufe bin. Ich kann mich nicht selber taufen. Bei der Taufe ist es entscheidend, dass Gott seine Zusage gibt, er liebt mich, er will eine Beziehung zu mir und ich soll sein Kind sein. Und diese Zusage Gottes, die steht zunächst einmal unabhängig von meiner Antwort. Und das zweite Argument ist, dass Kinder irgendwann einmal selbst entscheiden sollen, ob sie nun getauft werden möchten oder nicht. Das Argument verkennt, glaube ich, dass Eltern ganz viele Entscheidungen für ihre Kinder treffen, das auch tun müssen und sollen. Zum Beispiel, welche Werte zu Hause gelebt werden, welche Spielregeln gelten, auf welche Schulen die Kinder geschickt werden. All das sind Entscheidungen, die Eltern für ihre Kinder treffen, damit sie ihren Kindern das mit auf den Weg geben, was sie für sie als gut erachten. Wenn also nun Eltern den Glauben an Gott und die gelebte Gottesbeziehung für ihre Kinder als wichtig erachten, dann kann man auch aus gutem Grund die eigenen Kinder taufen. In der katholischen Kirche gibt es beide Möglichkeiten, sich als Erwachsener taufen zu lassen oder eben als Kind getauft zu werden. Jetzt seid ihr dran. Wie seht ihr das? Befürwortet ihr das eine? Habt ihr was gegen das andere? Schreibt es in die Kommentare. Und alle anderen nützlichen Informationen rund um das Thema Kinder- und Erwachsenentaufe findet ihr wie immer im Infokasten.